Hallo liebe Fisman-Fans, ich bin die Sina Freitag, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe zwei große Brüder, den einen kennt ihr vielleicht, den Richard Freitag. Was war das für ein letzter Sprung? Richard Freitag! Ich komme eigentlich aus Sachsen, aus dem Erzgebirge, wohne jetzt aber in Oberstdorf. Oberstdorf ist jetzt wie so eine zweite Heimat für mich. Ich fühle mich hier auch sehr wohl. Ich wohne jetzt halt hier, wo andere Urlaub machen. Das kann nicht jeder von sich behaupten, glaube ich. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Ski zu springen. Eigentlich ist es so gekommen, dass ich das ziemlich oft auch im Fernsehen gesehen habe. Aber es gab einmal eine Szene, wo mir mein Bruder, der Christian, einen Helm aufgesetzt hat. Und ja, dann bin ich mit 6 eingeschult worden und hatte dann sozusagen die Möglichkeit, auch quasi gegenüber von der Schule Skispringen zu können. Und so ist dann eigentlich alles entstanden. Natürlich der Richard auch mit ausschlaggebend. Ich habe ihn ja immer im Fernsehen verfolgt oder an der Schanze im Kinderwagen und habe geschlafen. Mein Bruder Richard und ich, wir haben uns wenig gesehen, dafür, dass wir am gleichen Ort wohnen. Also er war unterwegs, ich war unterwegs. Meistens war es dann so, dass ich schon wieder weg war und er ist gerade wiedergekommen vom Wettkampf oder Trainingslager. Wir haben immer mal versucht, uns zu treffen und zum Beispiel einen Kaffee trinken zu gehen oder mal abends essen mit ein paar Freunden. Meine größten Erfolge sind auf jeden Fall der 2. Platz in Lahti mit dem Team. Das war die erste hochwertige Medaille, die ich sozusagen gewonnen habe. Und natürlich auch zu Hause in Oberwiesenthal unter den Top 6 zu landen im Einzel, das war schon echt cool, ja. Und das größte Erlebnis bzw. der größte Erfolg war eigentlich, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen in Peking. Das hat mir nochmal gezeigt, ich habe was auf dem Kasten. Und wir haben es natürlich nicht einfach gemacht, die Entscheidung. Aber ich denke, wir haben uns da gut reingekämpft und haben auch dort zu diesem Event unsere besten Sprünge gezeigt. Und habe alle Erfahrungen mitgenommen, von absoluter Glücklichkeit hier oben bis natürlich Traurigkeit ist da unten. Aber ich glaube, das sind Erfahrungen und die muss man einfach mitnehmen und abspeichern, um dann eben eventuell für die nächsten Spiele natürlich erfolgreich zu sein.